Auf welche 5 Punkte musst du achten, wenn du eine bestehende Gastronomie übernehmen willst? Hallo meine lieben Gastrokollegen. Das Allerwichtigste, hat er Schulden beim Finanzamt. Also fordere auf jeden Fall eine Unbedenklichkeitsbescheinigung an. Spare bitte nicht hier am falschen Ende. Und zwar lass von einem richtigen Baba-Anwalt die Verträge aufsetzen. Aus was setzt sich der Kaufpreis zusammen für die Gastro? Auf jeden Fall eine Inventarliste, für was zahlst du was. Ein ganz wichtiges Thema, musst du Personal übernehmen. Vielleicht hat der Personal, was schon seit 10 Jahren bei ihm arbeitet, die kriegst du nicht los. Und wenn ja, dann für ganz viel Geld. Gibt es Verträge mit Dienstleistern, zum Beispiel Brauereien, die mal abgeschlossen worden sind, die aber einfach nur teuer sind und es keinen Sinn macht? Meine Gastrokollegen, vielleicht der wichtigste Punkt, der kommt jetzt. Wie lange läuft der Mietvertrag? Am liebsten habe ich 10 Jahre fest und 2x 5 Jahre Option.